12.000 Menschen warten in Deutschland auf eine Organspende. Menschen, die bereit sind, nach ihrem Tod die Organe zur Verfügung zu stellen, werden dringend gesucht. Bevor Organe gespendet werden können, gibt es jedoch einen langwierigen Prozess. Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema steht dabei an erster Stelle. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich spreche heute mit Dr. Monika Wolf und Dr. Undine Samuel über dieses sensible Thema. Herzlich willkommen, Frau Wolf. Herzlich willkommen, Frau Samuel. Schön, dass Sie da sind. Frau Samuel, Sie sind geschäftsführende Ärztin der Region Mitte der Deutschen Stiftung für Organtransplantationen. Richtig. Was macht diese Stiftung? Diese Stiftung ist in Gesamtdeutschland vertreten und wir koordinieren sozusagen die Organspende nach dem Hirntod. Das heißt, wenn jemand im Hirntod verstorben ist, dann muss es ja jemanden geben, der sich weiter darum kümmert, der die Frage nach der Organspende stellt und der, wenn eine Zustimmung besteht, auch alles Weitere dann in die Wege leitet. Und das machen wir. Da enden wir aber noch nicht, sondern wir kümmern uns natürlich auch hinterher noch um die Angehörigen, wenn die Spende abgelaufen ist. Das heißt, es ist so ein ganz langer Prozess, über den wir gleich noch näher sprechen werden. Frau Wolf, Sie sind auch Ärztin, haben auf der Intensivstation gearbeitet und sind jetzt Berufsschullehrerin für das Fach Gesundheit. Und in diesem Rahmen setzen Sie sich mit den Schülern mit dem Thema Organspende auseinander. Wenn es zu diesem Thema kommt, was sind denn da so die Gedanken, die so losgelöst werden bei den Schülern? In erster Linie sind die Schüler mal überrascht oder erschrocken, so direkt angesprochen zu werden auf dieses Thema. Weil es ist in aller Regel so, entweder haben sie einen Organspendeausweis und das Thema ist irgendwie erledigt oder sie haben sich noch gar nicht damit beschäftigt. Und wenn wir im Gesundheitslehreunterricht zum Beispiel das Immunsystem besprechen, da ist das so eins dieser Themen, wo man mal was Lebensnahes anknüpfen kann und wo ich die Schüler dazu bringen möchte, sich mit der Frage mal wirklich auseinanderzusetzen. Wie machen Sie das? Ich gehe es im Prinzip so an, wie man es eigentlich weiß von der Bevölkerung. Wenn man eine Umfrage macht, wie viele Leute Organspende gut finden, dann ist das ein großer Teil, so 3/4 der Bevölkerung sagen, ja, Organ würde ich spenden. Aber wenn man dann guckt, wer einen Organspendeausweis hat, dann sind es doch recht wenige. Und woran liegt das? Ja, wo ist das Problem? Also so fangen wir das Thema praktisch an und gucken dann mal, was für Gedanken haben sich die Schüler gemacht? Wo hängt's? Frau Samuel, warum gibt es denn so wenig Organspender, wenn wir jetzt das hören, die Zahlen? Das ist ja schon ein Hauptproblem. Wenn ich auf der Straße gefragt werde, wollen Sie oder wie finden Sie Organspende? Dann bin ich ja nicht alleine. Dann bin ich mit dem Fragenden zusammen und dann sind um mich herum meistens ja auch viele Menschen. Also ich glaube, dass bei diesen Umfragen ein großer Teil eine sozial erwünschte Antwort gibt. Organspende, Nächstenliebe, jemand anders zu helfen, ist immer gut. Aber wie es wirklich aussieht, da hat sich noch kaum einer Gedanken drüber gemacht. Und bei diesen 25%, die laut Umfrage ja einen Organspendeausweis haben, da wissen wir nicht, steht da hinten Ja drauf oder steht da hinten Nein drauf. Wir wissen nur, sie haben einen Organspendeausweis ausgefüllt. Das heißt, so ein Organspendeausweis, das heißt nicht, wenn man den automatisch hat, dann ist man bereit für eine Organspende. Man kann da auch widersprechen, dass man sich... Ja. Sie können, wenn Sie sich den hinten anschauen, da können Sie 5 verschiedene Sachen ankreuzen. Sie können sagen, ja, ich will. Und Sie können sagen, nein, ich will nicht. Sie können sagen, ja, ich will, aber nur mein Herz oder nur meine Nieren. Oder Sie können sagen, ja, ich will alles außer meinem Herzen. Die 4. Möglichkeit. Oder Sie können sagen, ich übertrage die Entscheidung. Das heißt, ich selber möchte sie nicht fällen. Und ich übertrage sie an meine liebe Freundin, Frau Dr. Wolf zum Beispiel. Dann sollte man aber fairerweise Frau Dr. Wolf auch Bescheid sagen, dass sie entscheiden muss, denn das ist eines der Hauptprobleme. Wenn jemand im Hirntod im Krankenhaus verstirbt, dann ist das ein zu 99% immer unerwarteter Tod. Keiner rechnet damit. Und dann weiß man auch nicht, wie hat er oder sie drüber gedacht, über das Thema Organspende, weil die Menschen befassen sich nicht damit. Mit dem eigenen Tod schon gleich zweimal nicht und mit der Organspende auch schwierig. Wenn 25% der Menschen den Organspendeausweis haben, heißt das, dass in 25% der Fälle eigentlich einer da sein müsste? Wird ja, aber nicht die 25% sterben ja im Hirntod. Also von denen, die, man muss ja im Krankenhaus versterben, ad 1. Man kann nicht an einer Unfallstelle oder zu Hause versterben, damit man überhaupt den Hirntod erleiden kann. Man muss beatmet auf einer Intensivstation versterben. Und ob da wirklich die 25% drunter sind, die so einen Organspendeausweis haben? Nein, denke ich nicht. Sind vielleicht, oder vielleicht haben 10% einen Spendeausweis oder eine Patientenverfügung.
Die gibt es ja auch. Und das findet sich dann auch in der Situation? Da muss gefragt werden danach. Kein Arzt sucht oder auch keine Schwester, kein Pfleger suchen nach einem Ausweis in den Unterlagen, sondern man stellt halt den Tod fest, spricht mit den Angehörigen. Die Angehörigen wissen in aller Regel, da war mal was, da hat er was gehabt oder sie. Und dann wird danach gesucht. Muss man diese schriftliche Einwilligung haben jetzt in Form eines Ausweises? Müssen nicht. Es reicht, wenn die Angehörigen über ihren Willen Bescheid wissen. In Deutschland gibt es ja die sogenannte erweiterte Zustimmungsregelung. Noch. Das Parlament berät ja gerade. Erweitert heißt, entweder sie haben zu Lebzeiten festgelegt, was sie haben möchten, oder ihre Angehörigen können nach ihrem Tod entscheiden, entweder nach mündlichem Willen, nach mutmaßlichem Willen oder nach eigenen Wertvorstellungen. Das heißt, wenn ich jetzt Verwandte habe, zum Beispiel meine Eltern, könnte ich mir auch, denke ich, okay, das wäre jetzt ihre Persönlichkeit, das entspricht ihrem Wesen und könnte demnach auch entscheiden. Ja, wenn Ihnen jetzt kein Widerspruch Ihrer Eltern bekannt ist. Wird es so den Schülern auch bewusst, wenn sie sich so damit beschäftigen mit diesem Thema, diese ganzen Fragen, die so dranhängen, vielleicht auch spreche ich mal mit meinen Eltern, spreche ich mit meinen Freunden darüber? Das ist etwas, was ich mir sehr wünsche und was ich anregen möchte. Ist aber nicht ganz einfach, weil wer setzt sich schon gern mit dem Tod auseinander? Und gerade in jungen Jahren, es gibt auch Schüler, die sich da ein bisschen sperren und die das Thema nicht mögen. Trotzdem versuche ich immer wieder zusammenzufassen, wo liegen die Probleme? Warum bin ich nicht bereit, mich zu entscheiden? Gibt es da irgendwelche Informationsdefizite? Und dann kommt man schnell so an die Punkte, dass die Schüler zum Beispiel gar nicht wissen, wie das eigentlich abläuft. Oder was das eigentlich ist. Ist der tot oder ist der nicht tot? Ich habe hier so ein Schülerzitat. Eigentlich haben die Ärzte die Spenderin umgebracht, da ihr Herz noch geschlagen hatte. Sehe ich genauso. Ist doch wie Mord, ja? Das waren so Gedanken, die Sie dazu aufgeschrieben haben, wo man merkt, Sie verstehen eigentlich nicht, worum es geht. Und wenn Sie wüssten, wie das abläuft, würden Sie vielleicht auch so, aber vielleicht auch ganz anders entscheiden, ja. Ist es so ein klassisches Bedenken, dieses, naja, vielleicht kümmern sich die Ärzte dann gar nicht um mich. Zwar kann ich Leben schenken als Organspender, aber vielleicht riskiere ich ja auch einfach mein eigenes. Ja, das ist eine sehr große Angst von sehr vielen Menschen. Einmal geht es um die Hirntodbestimmung. Wie wird die durchgeführt? Ist die wirklich absolut sicher? Was ist denn der Hirntod? Der Hirntod ist der Gesamtausfall, und zwar der unwiederbringliche Gesamtausfall des gesamten Gehirns. Unser Gehirn besteht ja aus drei Arealen. Einmal das Großhirn, mit dem wir denken, fühlen, empfinden. Dann haben wir ein Kleinhirn, das ist ein ganz kleiner Teil hinten, der ist für unsere Bewegung verantwortlich. Und wir haben unser Stammhirn, der dritte Teil. Das ist der Bereich, bevor es ins Rückenmark übergeht. Und das ist der älteste Teil. Und hier sind alle wichtigen Zentren unseres Gehirns sozusagen gesammelt. Also unser Kreislaufzentrum, unser Atemzentrum. Ohne das funktioniert es nicht. Das Herz, weil eben das genannt worden ist, kann noch eine Zeit lang alleine weiterschlagen, weil das Herz einen eigenen Rhythmusgeber hat, den sogenannten Sinusknoten. Aber irgendwann merkt auch dieser Sinusknoten, da fehlt oben was. Und der Hirntod ist, wenn alle diese drei Areale ausgefallen sind und dauerhaft ausgefallen sind und nicht wiederkommen können. Also die Zellen sind tot. Das heißt, es gibt auch keine Chance, dass ich ins Leben irgendwie zurückkomme? Nein. Also es gibt ja Menschen, die liegen zum Beispiel im Koma und wachen irgendwann auch wieder auf. Aber das ist Koma. Im Koma sind nicht alle drei Hirnareale ausgefallen. Und das muss vorher geprüft werden. Und es wird nicht nur von einem Arzt geprüft, sondern von mindestens zwei Ärzten. Und es geht auch nicht mal gerade in einer Stunde, sondern da muss man entweder Zusatzuntersuchungen machen oder man muss eine Wartezeit einhalten, die zwischen 12 und 72 Stunden liegt. Und erst dann, da muss man aufwendige Untersuchungen machen, die man wiederholen muss. Und erst dann, wenn man das quasi doppelt und dreifach gesichert hat, dann kann man sagen, dieser Mensch ist gestorben. Das ist ja nun eine Sache, die für einen Mediziner wohl verständlich ist, aber für den Laien schwer nachvollziehbar. Ja. Und dieser Punkt, das ist auch das, was man am meisten wahrnimmt, wenn man sich mit den Kritikern beschäftigt. Es gibt ja einige Leute, die vehement gegen Organspende sind. Nicht nur, weil sie Angst haben, dass jemand unberechtigterweise da umgebracht wird, sondern weil sie das erlebt haben. Weil sie zum Beispiel Organe haben spenden lassen von einem Angehörigen und mit der Situation völlig überfordert waren, dass da Ärzte gesagt haben, der ist hirntot, aber da liegt ein Mensch, der ist rosig und warm, der atmet, der bewegt sich vielleicht sogar. Und der soll jetzt ausgeschlachtet werden. Das ist dem Laien nicht nachvollziehbar. Da kommen wir schon zu einem großen
Punkt. Über das Thema Organspende darf man nämlich eigentlich erst dann sprechen, wenn die Angehörigen den Hirntod verstanden haben. Und verstanden haben, dieser Mensch, der da noch augenscheinlich rosig im Bett liegt und von der Beatmungsmaschine Sauerstoff bekommt, dass der wirklich gestorben ist. Wenn die Angehörigen das nicht begriffen haben, dann sollte man auch das Thema Organspende erstmal bleiben lassen. Weil sonst passiert genau das, was Sie eben beschrieben haben. Also ich mache das ja im Unterricht, weil ich möchte, dass die Schüler das verstehen. Aber das braucht Zeit, das braucht Geduld und Ruhe und viele Kenntnisse. In so einer Stresssituation, wenn der Angehörige gerade gestorben ist, oh weia, das weiß ich nicht, wer das versteht. Ja. Aber das ist genau das Problem. Warum müssen sich die Angehörigen in dieser Situation damit auseinandersetzen? Weil es keinen erklärten Willen des Verstorbenen in aller Regel gibt. Weil die wenigsten zu Hause sich drüber unterhalten. Muss ja nicht der Organspendeausweis sein, aber allein schon einmal zu kommunizieren, ich möchte oder ich möchte nicht, das würde von den Angehörigen den kompletten Druck wegnehmen. Und das ist eine Situation, die man niemanden wünscht. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben in unserer Familie seit Jahren immer wieder darüber gesprochen, weil ich das immer wieder initiiert habe. Wir sind nie zu einem Schluss gekommen. Weil das lässt sich nicht so einfach beantworten. Vor allen Dingen, wenn ich sage, ich möchte spenden, im Falle wenn, ah ja, das ist leicht gesagt, ich kriege ja nicht mit, was passiert, aber meine Familie muss damit leben. Und die muss vorher genau wissen, was das bedeutet. Und da habe ich den Eindruck, da fehlt es auch an Aufklärung in der Bevölkerung. Die haben keine Ahnung, es wird dargestellt, Organspende ist toll, ist gut, ja, wird benötigt, kann Leben retten. Aber was das für den Einzelnen in der Situation bedeutet, wenn er sich nicht so, wie man sich das vorstellt, von seinem Kind verabschieden kann, ja, sondern es wird lebendig in OP gefahren und kommt tot wieder raus. Wobei das die Verabschiedung kann ja stattfinden. Also man kann ja Abschied nehmen. Auch wenn die Frage, wie nimmt man direkt aus dem OP heraus. Ich meine, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie können Sie Abschied nehmen. Nehmen wir mal an, jemand ist im Hirntod verstorben. Also Sie sagen, ein Kind, also nehmen wir mal an, jemand Jüngeres, 16, 17 Jahre alt. Wenn jetzt keine Einwilligung für Organspende besteht, dann werden die Maschinen abgestellt. Das heißt, dann hört auch das Herz zu schlagen auf, dann nimmt man Abschied. Von dem Menschen, der dann gestorben ist. Von dem Menschen, der gestorben ist. Wenn man Einverständnis für eine Organspende gibt, dann machen viele Angehörige das auch, die bringen Pfarrer mit, dann wird Abschied im Krankenzimmer gemacht, auf der Intensivstation. Dann geht man in den OP rein. Und dann bieten wir den Angehörigen immer an, dass sie direkt hinterher nach dem OP auch Abschied nehmen können. Nochmal. Oder wenn sie das wollen, am nächsten Tag, wie es für sie passend ist. Also der Abschied, die Abschiednahme, die wird ihnen nicht weggenommen. In aber keinem nicht Fall. Dieser Übergang vom Leben zum Tod. Also Bekannten von uns ist gerade die Tochter gestorben. Und das war, wie man sich es halt vorstellt. Sie haben das Kind im Arm gehalten und waren dabei, wie es seinen letzten Atemzug getan hat. Ja? Und ich habe selber ja auch oft Patienten begleitet beim Sterben. Das ist irgendwie, es ist eine ganz besondere Situation. Ja? Wenn man so dabei ist und sieht, wie das Leben zu Ende geht, wie die Atmung auch immer langsamer wird und aussetzt. Und hier wird ein beatmeter, warmer, rosiger, völlig gesund aussehender Mensch in den OP gefahren und dann ist es so plötzlich weg. Da würde ich gerne gleich einhaken. Sie haben gesagt, Sie haben den letzten Atemzug mitbekommen. Die Atmung ist bei einem Hirntoten ausgefallen. Da wird das heißt, man die Maschine gibt, abstellen. Da wird die Maschine abgestellt. Ja. Da gibt es keinen Atemzug mehr. Gut, es wäre dann im gewissen Sinne auch plötzlich. Aber er ist noch nicht kalt. Er ist noch nicht kalt, er wird aber sehr schnell kalt, weil ein Hirntoter auch die Fähigkeit zur Temperaturregulierung verloren hat, weil die auch durchs Gehirn gesteuert wird. Ja. Das heißt, wenn Sie im Winter das Fenster offen lassen und den Hirntoten nicht wärmen, dann geht er mit der Körpertemperatur auch ganz, ganz schnell runter. Aber Sie haben recht, es ist immer die Frage, was bedeutet das für mich? Ist der Hirntod verstanden worden? Und ich habe eine sehr schöne Geschichte gehabt. Ich hatte mal eine Spende bei einem Mittelalter, sage ich jetzt mal, und da war ein junges Kind, 7 Jahre. Und ich sollte mit diesem Kind auch über das Thema Organspende sprechen. Und Sie können sich vorstellen, das ist natürlich auch für mich zum damaligen Zeitpunkt eine gewisse Hemmschwelle gewesen. Man spricht mit Erwachsenen, mit Menschen, die 17, 18 sind, aber nicht mit einem 7-jährigen Kind. Und da wurde auch eine Psychiaterin mit eingeschaltet, die sich mit dem Kind unterhalten hat, ob das Kind in der Lage ist zu verstehen, worum es geht. Und ich habe da mit diesem Kind gesprochen. Und das Kind hat mir gesagt, der Papa, der ist nicht mehr da. Und dann habe ich gesagt, warum ist der Papa jetzt nicht mehr da? Gestern war er noch da, heute ist er nicht mehr da. Also
Vielleicht hat dieses Kind etwas wahrgenommen, was wir Erwachsene nicht mehr wahrnehmen können, weil sie sagen, die können nicht den letzten Atemzug, das Sterben mit begleiten. Das Sterben hat schon viel früher eingesetzt. Und was wir sichtbar machen durch unsere Hirntoddiagnostik, ist, dass das Sterben bei diesem Menschen schon abgeschlossen ist. Das heißt, das Kind war die Tochter eines Verstorbenen, ja, im Prinzip. Genau. Beschäftigt sich die Stiftung dann auch mit den Angehörigen danach? Ist diese Begleitung, ja, Sie haben am Anfang so diese Aufgaben umrissen, gehört das alles dazu? Also es dient nicht nur dazu, ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben, dass Menschen jetzt endlich Organe spenden, sondern wirklich auch nachher da, mhm, zu sein, so hört sich das jetzt an. Mhm. Also diese Lobbyarbeit, die Sie eben beschreiben, ist ja so, dass es eine Aufgabe ist, die wir uns zusätzlich übernommen haben. Denn die DSO, die Deutsche Stiftung Organtransplantation, ist von ihrem Auftrag her nicht für die Aufklärung der Bevölkerung zuständig. Das macht die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sondern wir sind für die Aufklärung des Fachpersonals verantwortlich eigentlich. Aber natürlich ist es uns wichtig, und wir haben ja sehr viele Erfahrungen, sehr viele Kenntnisse, dass wir auch in die Bevölkerung gehen. Und von daher ist es uns ein ganz großes Anliegen, natürlich die Angehörigen nicht nur am Anfang zu betreuen, vor der Spende und vielleicht noch während der Spende, sondern auch hinterher noch, um zu schauen, ist denn die Entscheidung, die die Angehörigen getroffen haben, war es für die richtige. Wir dürfen ja normalerweise die Adressen der Angehörigen nicht speichern. Es wird ja alles anonymisiert. Wir fragen aber nach der Organspende die Angehörigen, ob sie denn mal eingeladen werden wollen zu einem sogenannten Angehörigen-Treffen. Da treffen sich dann viele, die ihre Angehörigen verloren haben, die Zustimmung zur Organspende gegeben haben. Da ist in aller Regel auch ein Psychologe mit dabei, um eben schwierige Fragen noch mal zu klären. Für medizinische Fragen sind Koordinatoren mit dabei. Und das wird als sehr befreiend von den Angehörigen empfunden. Die Angehörigen bekommen von uns auch, wenn sie möchten, einen Brief, wie es den Empfängern geht, in anonymer Form. Also die Angehörigen erfahren dann nur, ein 42-jähriger Mann, der seit langem auf der Warteliste gewartet hat auf das Organ, hat die Transplantation der Niere gut überstanden, er ist bereits wieder zu Hause, also so in diesem Rahmen. Das heißt, persönliche Treffen finden nicht statt? Dürfen in Deutschland nicht stattfinden vom Gesetz her. Warum? Weil es im Transplantationsgesetz so festgelegt ist. Es ist eine anonyme, ungerichtete Spende. Das heißt, Spender und Empfänger können sich nicht kennenlernen, Spenderfamilie. Das heißt, vielleicht verhindert man dann auch den Fall, dass jemand sich den Empfänger aussucht, hängt das da wahrscheinlich alles mit dabei. Ja, das geht nicht. Und es gibt auch immer wieder Angehörige, wir stellen die Frage natürlich auch, weil wenn jetzt alle Angehörige sagen würden, wir möchten kennenlernen und alle Empfänger sagen, wir möchten kennenlernen, dann könnte man da natürlich auch einen Druck auf die Politik ausüben, zu sagen, es besteht hier eine Notwendigkeit. Aber das ist auch so eine ambivalente Situation. Auf der einen Seite sagen die Empfänger, sie haben Sorgen, wenn sie die Spenderfamilie kennenlernen, weil es könnte ja sein, dass sie dann in ihrer Trauer wieder, dass alles wieder aufgewühlt wird. Dass dieser Schock des Verlustes wieder emporkommt. Deswegen nehmen wir lieber Abstand. Auf der anderen Seite könnte es ja sein, dass die Spenderfamilie sagt, na, der Empfänger, der gefällt uns aber überhaupt nicht. Also das hätten wir nicht gewollt. Um diese Diskussion und diese Problematik nicht zu haben, denke ich, hat man sich damals vom Gesetz her so entschlossen, es anonym zu lassen. Trotzdem ist es möglich, eben über Briefe. Über anonyme Briefe können sich beide miteinander über die DSO in Kontakt setzen. Aber da merkt man doch, wie wichtig eigentlich die Angehörigen sind. Ja. Und an sich doch wichtiger als der Spender als solches. Also solange wir nicht wissen, wie der Spender sich zu Lebzeiten äußern würde, ja. Ja, nur wenn ich jetzt einen Organspendeausweis ausfülle, ich würde spenden. Und meine Familie sagt sich dann in der Stresssituation, okay, die hat einen Ausweis und dann wird halt gespendet und hinterher merken die, oh nein, das halten wir nicht aus, das ist wirklich so schrecklich. Ja, wie haben die Schüler geschrieben, wenn ich hier höre, wie das abläuft, will ich nicht, dass man das mit mir macht, auch wenn ich anderen helfen kann. Ich will auch nicht, dass das mit meinen Eltern gemacht wird, dass ihnen so etwas angetan wird. Ist es nicht das Wesentliche? Was mit mir passiert, weiß ich sowieso nicht mehr. Aber das soll eigentlich meine Familie entscheiden, die Nächsten, wenn sie damit leben können, dass sowas mit mir gemacht wird. Bitte schön, gerne, wenn denen das unangenehm ist. Ist doch egal, was ich davon denke. Das Wesentliche, was für mich da jetzt rauskommt, ist, hier fehlt es an Aufklärung. Die Leute wissen gar nicht, die Menschen wissen nicht, was passiert denn da dabei? Das, was Sie eben zitiert haben, was wird angetan?
Oder wie haben Sie gesagt, was abläuft, will ich nicht, ja. Wenn ich höre, wie das abläuft. Ja, die wissen viel zu wenig, wie eine Organspende abläuft, wie der Weg bis zum Hirntod ist, was da passiert, wie viel Intensivtherapie man einsetzen muss, maximale Intensivtherapie. Die Ärzte versuchen alles, auch das Pflegepersonal, um den Menschen wieder ins Leben zurückzuholen. Und die Hirntoddiagnostik, die ist ein Abschluss sozusagen. Wenn man schweren Herzens sehen muss, man kann nicht mehr helfen. Wie geht es dann weiter? Das alles muss man den Menschen kommunizieren. Die müssen darüber Bescheid wissen, dass eine Organspende etwas ganz Normales ist. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt so einen Organspendeausweis habe und ich weiß, okay, in Deutschland gibt es diese Regularien, diese Abläufe. Ich bin jetzt in Thailand im Urlaub, ich habe einen Herzinfarkt oder was auch immer. Ja? Mhm. Auf jeden Fall komme ich ins Krankenhaus. Was passiert dann mit meinen Organen? Gibt es da nicht eine berechtigte Angst vor Organhandel oder was auch immer? Also grundsätzlich ist es so, dass Sie der Gerichtsbarkeit des Landes unterliegen oder den Gesetzen, wo Sie versterben. Nehmen wir vielleicht mal Österreich, das ist etwas näher dran bei uns. Und Österreich hat die Widerspruchsregelung. Also in Österreich sind Sie automatisch Organspender, es sei denn, Sie widersprechen zu Lebzeiten. Aber auch in diesen Ländern mit anderer gesetzlicher Regelung wird immer mit den Angehörigen gesprochen. Es könnte ja sein, dass sie sich eine Woche vor ihrem Tod anders entschieden haben und noch nicht dazu gekommen sind, diesen Willen schriftlich weiterzugeben oder den Organspendeausweis zu zerreißen. Also man spricht immer mit den Angehörigen, grundsätzlich. Und dann wird gemeinsam geklärt, wollte er oder sie das haben. Der Punkt ist aber noch ein anderer. Wenn ich den Organspendeausweis ausfülle und bei mir trage, dann sollte ich auch mit meinen Angehörigen drüber reden. Denn es gibt nichts Schlimmeres, dass die Angehörigen sagen, da gibt es einen Organspendeausweis und dann sagt man, da steht hinten drauf ja. Und dann sagen die Angehörigen, nein, damit kommen wir nicht klar. Und ich denke, ein Organspendeausweis ist wie ein Testament. Das ist mein letzter Wille und den möchte ich auch respektiert haben. Also denke ich, muss ich mit den Angehörigen drüber sprechen. Es kann natürlich den Fall geben, dass die Angehörigen sagen, damit kommen wir überhaupt nicht klar. Und dann muss man versuchen zu klären, mit was kommen sie nicht klar, warum kommen sie nicht klar, wovor haben sie Angst, kann man ihnen diese Sorgen und Nöte nehmen. Aber das gehört für mich unbedingt dazu, vorher zur Aufklärung. Ist diese Nicht-Auseinandersetzung mit diesem Thema vielleicht auch so eine Angst vor dem Tod an sich? Mhm. Hat das was damit zu tun? Sonst würden ja viele Leute sich einfach damit auseinandersetzen, mal drüber nachdenken und diese ganzen kontroversen Meinungen würden besprochen werden. Und das wäre nicht das erste Mal in der Schule, dass man darüber spricht, sondern vielleicht in der Familie. Hat das so diese natürliche Angst vor dem Tod, sage ich mal, ich glaube, im Hintergrund? Ja, ich glaube schon. Was sicher auch eine Rolle spielt, ist die Frage, was kommt nach dem Tod? Ja, Schüler haben auch geschrieben, wie ist das mit meinem Karma? Ja, also die Vorstellung, was bedeutet das für eventuell ein Leben nach dem Tod, wenn mir Organe fehlen? Das ist ja auch für viele eine offene Frage. Und solange die offen ist, möchte man im Zweifelsfall vielleicht lieber intakt und komplett bleiben und sein Herz, was doch für viele als Sitz der Seele noch gilt, nicht in jemand anders schlagen haben. Es ist ja auch interessant, dass das Herz, Sie haben das vorhin genannt, dass es noch extra aufgelistet wird, dass man nicht sagt, ich spende alle Organe, sondern das Herz kann ich ausnehmen. Warum? Was ist so besonders am Herz? Für viele ist es der Sitz der Seele oder für viele ist es, mein Herz schlägt für dich etwas ganz Besonderes. Genau das ist für manche auch der Grund, genau das Herz weiterzugeben, weil sie sagen, das ist der wichtigste Teil des Körpers für mich und wenn das noch helfen kann, dann lebe ich vielleicht auch noch ein kleines bisschen weiter in dem anderen Menschen. Und wenn man Herzempfänger dann fragt, wie es denen hinterher geht oder überhaupt Organempfänger, dann sagen sie immer, das ist meins. Sobald es drin war, ist es meins. Das habe ich nie als fremd empfunden. Und, wobei es da auch andere Fälle gibt. Seltene andere Fälle. Und manche haben Not damit, dass ein anderes Herz in ihrer Brust schlägt. Aber ganz wenig. Also das sind Ausnahmesituationen. Und da muss man einfach hinterfragen, ob da vorher in der Vorbereitung auf die Transplantation schon etwas abgelaufen ist, was vorher geklärt hätte werden müssen. Auch mit den Empfängern? Mit den Empfängern, genau. Weil bevor die auf die Warteliste kommen, müssen die ja wissen, worum geht es bei einer Transplantation? Was passiert da? Was passiert mit mir? Mit was muss ich rechnen nach einer Transplantation? Das kann ja auch nicht so gut funktionieren. Ich muss viele Medikamente nehmen, ich muss die regelmäßig nehmen. Und gemeinsam müssen der Patient und der Arzt entscheiden, geht dieser Patient auf die Warteliste oder bleibt er unten? Entscheiden sich auch Menschen dagegen? Ja. Wenn Sie wissen, was da dran hängt? Ja. Das ist die freie Entscheidung, die wir haben. Die Warteliste ist eine Chance mehr. Wobei unsere Warteliste mittlerweile so groß ist, dass diese Chance zum Teil
für manche auf der Warteliste sehr, sehr klein wird. Wenn man überlegt, ein Herzempfänger, der hat heutzutage nur noch Chance, transplantiert zu werden, wenn er ein sogenannter HU-Empfänger ist, High Urgency, also höchste Dringlichkeitsstufe. Das heißt, wenn der kein Organ bekommt, dann lebt er vielleicht noch 2 Wochen. Rein theoretisch, das weiß man natürlich vorher nicht, aber man muss ja für die Warteliste irgendwelche Kriterien aufstellen. Und ich finde das ein ganz entsetzlicher Gedanke. Wenn man jetzt so die Dringlichkeit hört, Frau Wolf, Sie sind auch Christin. Hat man als Christ nicht eine Pflicht, im Zeichen der Solidarität und der Nächstenliebe Organe auch zu spenden? Wäre das nicht ein Akt der Großzügigkeit? Man kann die Frage auch umdrehen und sagen, habe ich als Christ nicht auch ein Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden und in Frieden zu sterben? Ja, Gott ist der, der Leben gibt und der Leben nimmt. Und ist das wirklich vernünftig, da einzugreifen mit allem, was technisch möglich ist? Das kann man auch anders betrachten, ja. Ich finde, es wird der Bevölkerung viel zu sehr mit dem moralischen Zeigefinger so nahe getreten. Hier, ihr seid alle Egoisten, nun spendet endlich mal, warum habt ihr immer noch keinen Ausweis? Das ist so eine persönliche Entscheidung, wo so viel dranhängt. Dieser Druck sollte mal aufhören, würde ich mir wünschen. Also da kann man sagen, es gibt ja von den Kirchen, von den großen Kirchen, eine gemeinsame Erklärung, dass Organspende ein Akt der Nächstenliebe ist. Und ich erinnere, unser Papst Benedikt, ehemals Kardinal Ratzinger, hatte einen ausgefüllten Organspendeausweis mit sich. Und ich denke, der moralische Zeigefinger, da gebe ich Ihnen recht, den sollten wir nicht verwenden, denn die Menschen, die auf einer Warteliste sind, die sterben nicht, weil sie kein Organ bekommen, sondern die sterben an ihrer Grunderkrankung. Aber so wird es dargestellt. Ja, aber sie bekommen durch die moderne Medizin eine Chance geboten. Und ich denke, das muss man auch den Menschen zubilligen, dass sie Chancen ergreifen, wenn sie sie denn haben. Ich stelle mir dann immer die Frage, wie ist es mit mir? Würde ich ein Organ haben wollen, wenn ich eins bräuchte? Oder Ihre Kinder, würden Sie für Ihr Kind, wenn eins was bräuchte und Sie kämen nicht als Spender in Frage, Sie könnten nicht, weil ein Herz kann man zum Beispiel nicht spenden, solange man lebt, würden Sie nicht auch wollen, dass Ihr Kind weiterlebt? Natürlich kommt da wieder der moralische Zeigefinger, aber... Sie tun doch für Ihre Kinder andere Dinge, als Sie für Nachbarskinder tun und Kinder in irgendwo. Da unterscheidet man doch sonst im Leben auch. Da unterscheidet man, ja. Aber wenn ich bereit bin, einem meiner Kinder etwas zu spenden, warum mache ich dann so einen großen Unterschied, wenn es um ein anderes Kind geht? Warum sollte ich da einen Unterschied machen? Weil die Sache brutal unangenehm sein kann. Nicht für jeden, aber für viele, wie wir hier sehen, ist die Vorstellung schlimm und kostet sehr viel Überwindung. Die Vorstellung ist deswegen so schlimm, weil die Menschen nicht aufgeklärt sind, weil sie nicht wissen, was abläuft und wie es abläuft und was vorher im Krankenhaus alles passiert. Dass eine Hirntoddiagnostik niemals zu Hause, niemals am Unfallort gemacht werden kann. Niemals in der Notaufnahme, sondern da muss man Stunden im Krankenhaus sein. Man muss eine Diagnostik machen, man muss Intensivtherapie machen. Das ist aufwendig wie nie zuvor. Und ich erkläre, ich darf Ihnen eine kleine Geschichte noch erzählen. Wir haben mal eine Geschichte von einem Arzt gehört, der hat gesagt, wir haben mit dem Hubschrauber eine Gehirnblutung bekommen. Eine Patientin mit einer Gehirnblutung. Und dann in der Notaufnahme haben wir festgestellt, da können wir nichts mehr machen. Also der Neurochirurg, das ist der Spezialist, der das Gehirn vom Blut und so weiter befreien kann, der das wieder in Anführungszeichen so ein bisschen reparieren kann, der hat gesagt, ich kann nichts mehr tun. Und dann hat man sich gesagt, gut, vielleicht ist es der letzte Wille der Patientin, Organspenderin zu sein. Wir nehmen die Patientin auf die Intensivstation auf und machen, weil man das muss, eine starke Intensivtherapie. 2 Stunden später hat das Pflegepersonal die Ärzte informiert, dass sich wieder Anzeichen für Gehirnaktivität bei dieser Patientin zeigen. Man ist in den OP gegangen, man hat diese Patientin operiert und diese Patientin ist auf ihren eigenen Füßen wieder aus dem Krankenhaus raus. Hätte man also nicht an Organspende gedacht, dann wäre diese Patientin vielleicht aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung und weil wir nicht immer abschätzen können, wie sich eine Erkrankung oder eine Blutung zum Beispiel verhält, ja, wäre sie vielleicht im Krankenhaus verstorben. Das ist ein Extrembeispiel. Das ist eine Rarität. Aber es zeigt, man braucht sehr viel Kenntnis, man braucht sehr gute Intensivtherapie. Und man braucht vor allem vorher diese bewusste Auseinandersetzung damit. Ja. Frau Wolf, wie Sie das mit Ihren Schülern machen, so ein erster Schritt zu diesem Thema, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, auch darüber zu sprechen in der Familie. Und Frau Samuel, Sie im größeren Rahmen auch Aufklärung in der Bevölkerung. Vielen Dank, dass Sie hier in der Sendung waren. Schönen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke.
Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Sendung konnte Ihnen helfen, Fragen und Bedenken, die mit dem Thema Organspende zusammenhängen, zu klären. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage hopechannel.de. Gehen Sie dort zu der Sendereihe Nachgefragt und der entsprechenden Sendung Organspende. Sammeln Sie Informationen, damit Sie ganz bewusst eine Entscheidung treffen können, die Ihrem Willen entspricht. Bis zum nächsten Mal bei Nachgefragt.